Hallihallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe heute ja ein bisschen verspätet einen Pferdemesse- und Krämerhaul für euch. Die Pferdemesse ist schon ziemlich lange her und die Sachen möchte ich euch aber jetzt natürlich trotzdem noch zeigen. Und bei Krämer war ich auch, denn es ist ja mittlerweile, glaube ich, jetzt schon vorbei. Zumindest war es aber so, dass es -50% auf die ganzen Wintersachen gab. Und da habe ich mir auch das ein oder andere Teil gekauft und deswegen würde ich sagen, zeige ich euch jetzt mal die Sachen und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Bevor ich aber mit den ganzen Sachen starte, möchte ich euch noch eines der allerschönsten Weihnachtsgeschenke zeigen, die ich von meinen Eltern bekommen habe. Und zwar geht es hier um dieses wunderschöne Boxenschild in so einem schönen Grün. Und zwar haben sie mir das eben für mein erstes eigenes Pferd gekauft und hier steht auch Eros de Amor, dann auch noch, welche Rasse er ist, das Geburtsdatum und auch noch die Namen von seinen Eltern und Großeltern. Ich habe auch zu diesen Hard Facts, also wie genau die Abstammung ist und wie sein Vater ausschaut und so weiter, ein eigenes Video schon gemacht. Das verlinke ich euch hier oben einfach jetzt mal. Oder ist es hier oben? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hier irgendwo oben in der Infokarte und auch gerne am Ende nochmal. Da habe ich einfach so 10 Hard Facts zu meinem ersten eigenen Pferd für euch aufgenommen und hochgeladen. Und jetzt starten wir aber mal mit den ganzen Sachen, die ich mir bei Krämer gekauft habe. Im Wintersale habe ich mir zuallererst diese wunderschöne Weste hier gekauft. Das ist so eine Fließweste von Felix Bühler. Und zwar kostet die original 35 Euro, also 34,90. Die ist einfach in so einem schönen Grau mit ein bisschen Navy hier am Rand. Und hat auf jeden Fall keine Kapuze, was ich super finde, weil man da einfach dann noch auch Jacken noch drüber anziehen kann. Und die ist richtig kuschelig weich und ich freue mich schon, wenn ich die dann anziehen kann. Und passend dazu habe ich mir eben auch noch im Sale gekauft diese braune Jacke hier. Die ist auch von Felix Bühler und hat auch hier keine Kapuze hinten. Ich bin nicht so der Kapuzenfan, ich verwende die einfach nicht so oft. Dafür bin ich aber umso mehr ein Fan davon, dass hier der Kragen einfach recht hoch geschnitten ist. Das heißt, es kommt auch kein Wind in den Nacken rein und die hat keine Ärmel. Damit kann man sich einfach dann viel besser bewegen und arbeiten oder auch reiten. Und ich fand auch die Kombination eben von diesem Grau und diesem Braun zusammen einfach sehr, sehr schön. Und deswegen habe ich mir die eben auch nochmal mitgenommen. Regulär würde die knapp 40 Euro kosten, oh nein, sogar knapp 50 Euro kosten. Aber im Sale war die eben -50% verbilligt und deswegen konnte ich mir die mit gutem Gewissen mitnehmen. Und zu guter Letzt ist das ein ziemlich schweres Ding, was ich hier noch habe. So sieht's aus, ich kann es gar nicht richtig in die Kamera halten. Das ist auf jeden Fall so ein Regenmantel. Oh Gott, da sind ganz viele Katzenhaare schon oben. Das ist hier eben so ein dunkelbrauner Regenmantel. Der würde 90 Euro kosten, war natürlich auch verbilligt. Hier habe ich mich für XS entschieden, obwohl ich normalerweise M tragen würde, weil ich es einfach ein bisschen lockerer mag. Aber hier passt wirklich auch XS für mich und trotzdem kann ich noch locker etwas drunter anziehen. Der hat auch hier so große Taschen, dieser Mantel, und ist unheimlich schwer, aber einfach super, wenn man eben keine Halle oder irgendetwas zur Verfügung hat, eben draußen mit dem Pferd arbeiten möchte. Und auch wenn es dann mal regnet oder ein bisschen schneit, dann kann man den anziehen und trotzdem bleibt man geschützt und ist nicht komplett nass dann drunter. Und was ich eben auch so cool an dem finde, ist, dass der wirklich recht lang nach unten geht, weil bei den meisten Regenmäntel oder Jacken gehen die meistens nur bis zur Hüfte und gerade wenn man reitet oder sowas, ist das bei diesem hier super, weil der hinten so einen Schlitz hat und dann kann man einfach auch reiten gehen und trotzdem bleibt die Hose trocken. Und ich habe das in Kanada immer getragen und ich fand das so cool. Du kannst bei jedem Wetter rausgehen. Und deswegen habe ich mich eben auch hier dazu entschieden, dass ich mir so etwas zulege. Zugegebenermaßen, das ist eben jetzt nicht das allerschönste Kleidungsstück, aber eben wirklich praktisch. Und für mich kommt es auf jeden Fall auf das an, wie praktisch ein Kleidungsstück ist und nicht wie toll es aussieht. Deswegen bin ich echt sehr zufrieden damit. Das war es jetzt auch schon von Krämer und jetzt gehen wir gleich weiter zu dem Pferdemessenhaul. Der ist jetzt auch schon ja ein Weilchen her. Ich weiß nicht, ob ihr meinen Lösterhaul gesehen habt. Der ist auf jeden Fall dann nach entstanden und mein allererstes Halfter, das ich für mein Pferd gekauft habe, ist dieses wunderschöne Chocolate Brown Halfter von Eskadron. Das ist einfach so
Gold und Braun, dunkelbraun ist hier auch unterlegt mit Schwarz. Ich finde, es sieht richtig, richtig edel aus. Mir gefällt das voll gut, dass das eben hier so goldene Schnallen hat. Und auch hier dieses Ding, was hier noch am Rand oben ist, da steht auch nochmal Eskadron oben. Und ich glaube, dass ihm das richtig gut stehen wird. Er ist ja ein Palomino und so ein dunkelbraun finde ich dann einfach voll, voll schön. Und dieses Halfter ist eben ein ganz besonderes für mich, weil das einfach das allererste ist, das ich meinem Pferd gekauft habe. Deswegen wird das, auch wenn es einmal nicht mehr so schön aussieht, immer aufbewahrt werden, weil ich das einfach eine wunderschöne Erinnerung finde. Und das hat so circa um die 30 Euro gekostet. Passend dazu habe ich einen Strick gesucht. Es gab bei Eskadron die Stricke, die man dort kaufen konnte, passend zu dem Halfter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, 12 Euro für einen Strick, nur weil er von Eskadron ist, wollte ich mir einfach nicht kaufen. Vielleicht mache ich das irgendwann noch, aber in dem Moment dachte ich mir, nope, das ist mir zu teuer. Und habe mir dann hier, ich glaube für 5 Euro, so einen dunkelbraunen Strick gekauft, ganz klassisch, auch mit einem goldenen Haken hier. Leider ist das nicht dieser, ich habe keine Ahnung, wie das heißt, dieser normale Haken, sondern ist eben hier so ein Panikhaken, den man hier runterschiebt und dann geht das auf. Aber ist für mich auch komplett in Ordnung. Und dieser Strick tut's auch. Also es muss jetzt nicht unbedingt hier irgendwo Eskadron oben stehen. Keine Ahnung, ich habe jetzt nicht die Erfahrung gemacht, dass die so viel besser sind. Und weil ich ja recht viele Sachen kaufen muss für mein Pferd, möchte ich auch ein bisschen sparen. Und deswegen habe ich mir hier einen billigeren Strick gekauft, der es aber hoffentlich genauso tut. Und als nächstes kommt eine Sache, die ich wahrscheinlich erst in 5 bis 10 Jahren brauchen werde. Und zwar geht es hier um einen Halsring, auch in so einem schönen Dunkelbraun. Also ihr seht schon, die Farbe ist definitiv dunkelbraun. Das gefällt mir so, so gut. Und deswegen habe ich mir auch alle Dinge in dieser Farbrichtung gekauft. Und dieser Halsring hier, der hat mich so angesprochen. Der hat, glaube ich, 7 Euro gekostet. Und den musste ich dann einfach mitnehmen, weil der einfach perfekt eben in dieses Farbschema reinpasst. Und auch wenn ich noch lange nicht nur mit Halsring reiten kann, kann man den aber trotzdem in die Bodenarbeit mit einbeziehen. Einfach über den Hals legen, drüber streichen. Also da kann man sicher das ein oder andere machen. Er wird also nicht jetzt 10 Jahre lang einfach nur hier in meiner Wohnung herumliegen, sondern er wird definitiv auch in den Stall mitgenommen und ja, schon mal daran gewöhnt. Und jetzt kommen wir auch schon zu dem letzten. Also ich bin da jetzt ziemlich hastig durchgegangen, sage ich mal. Ich habe ihm nämlich Gamaschen gekauft und wie ihr sehen könnt, auch in dunkelbraun. Die sind jetzt von BR und die habe ich jetzt auch einfach mal so in der Größe Vollblut mitgenommen oder Kopf, weil ich hoffe, dass ihm das passen wird. Die fand ich einfach mega schön. Die sind hier eben auch mit so einem Gummizug zum Zumachen. Das finde ich einfach immer sehr praktisch. Ich fand die einfach wunderschön, eben auch, weil sie hier dieses Gold noch dran haben. Leider gab es die Streichkappen nicht dazu. Aber vorne ist der Schutz mir auf jeden Fall mal wichtiger gewesen. Ich möchte das Pferd nicht immer mit Gamaschen eindecken, aber manchmal gerade in den ersten Malen oder wenn ich jetzt ein bisschen Stangenarbeit mit ihm mache, dann wäre es mir schon wichtig, dass er die drauf hat, einfach um das Verletzungsrisiko ein bisschen zu minimieren. Und man weiß ja auch noch nicht, wie er so reagiert auf die Dinge. Deswegen gehe ich mal auf Nummer sicher und habe jetzt mal ein paar Gamaschen mir gekauft. Und ich hoffe, dass sie ihm passen werden und freue mich schon, wie das dann so aussieht, wenn er alles oben hat, also dieses braune Halfter und dann diese Gamaschen hier noch dazu und dann ich auch noch in meinem braunen Gilet. Keine Ahnung, ich bin dann ein bisschen träumerisch und freue mich einfach schon, wie das alles gemeinsam aussehen wird und kann es kaum erwarten, bis er endlich bei mir ist. Die Gamaschen haben circa, glaube ich, auch 40 Euro gekostet, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Wie gesagt, das ist eben schon ein bisschen länger her und das war es jetzt auch schon. Jetzt habe ich euch alle Sachen gezeigt. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend, Nacht und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und macht's es gut. Baba.